Na, na, Hauptsache ein Schwert. Oh, guck mal, da ist er. Da kann man ihn aber immer noch nicht richtig erkennen. Aber du siehst, er trägt so eine Maske. Es sieht aus, als wenn da irgendwie ein Kürbis drunter wäre. Ne, es ist tatsächlich so eine... Es sieht eigentlich richtig cool aus, der Typ. Also das ist so eine Maske, die ist so komplett schwarz. Und dann ist in der Mitte halt dieses Orangene und da drumrum noch dieses bisschen Rötliche. Und sonst ist er halt komplett in Schwarz gekleidet. Also da siehst du auch seitlich nochmal die Waffe. Man sieht auch vor allen Dingen, dass die Waffe gar nicht richtig an der Kleidung dranhängt, sondern dass sie irgendwie daneben so in der Luft schwebt. Finde ich auch interessant. Aber ja, das ist der Dude. Ich weiß aber leider nicht, wie er heißt, also. Na, vor allem noch, dass die Handschuhe teilweise noch mit diesen Müllbinnen eingewebt sind. Ja, also der Typ ist irgendwer Untotes oder so, was weiß ich. Vor allem zwischen seinem Zeige und dem Mittelfinger ist noch so ein kleiner brauner Bereich. Das sieht irgendwie aus, als wenn er da so eine kleine Liste halten würde. So, was steht da? Kann ich das lesen? Zweimal Mehl? Was will die? Stimmt. Siehst du diesen kleinen... Ja, ich sehe das, ich sehe das. Quasi wie so, wie wenn ich die Liste meiner freien Tage sehe. Ja. Hier auch ein... Ah, da, siehst du es? Die Vögel sind 2D. Die Vögel sind 2D, nicht 3D. Siehst du nicht, wenn du ganz genau ranguckst? Ehrlich gesagt? Nee. Weil ich habe bei Origins aber später Close-Up-Shots gemacht, da durfte man das... Da sieht man das sehr gut. Die Vögel sind 2D. Ist ja interessant. Der einzige Vogel, der 3D ist, ist Ikaros. Also ein Deiner. Aber das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Auch hier auf dem Bild fällt es mir gerade nicht so richtig auf. Weil du siehst die Vögel ja auch gerade da hinten noch in verschiedenen Positionen. Das sieht jetzt im ersten Moment nicht so aus, als ob sie 2D wären. Aber keine Ahnung, kann gut sein. Mir hat aber in erster Linie... das Panorama gefallen. Das ist eine Festung. Ist auf irgendeiner Insel. Ja, bei den Piraten. Ich weiß nicht genau wo, aber es ist eine Festung, die hat in dem Fall den Athenern gehört. Sehr viel, also hat sich sehr von anderen Festungen unterschieden. Sehr grün. Vor allem noch dieser Wechsel zwischen Palmen, Schleichgebieten, Sand. Ja. Steine sind inzwischen geschlossen und offen. Es ist eher so eine Festungsruine gewesen, schon fast. Also, es gab auch sehr, sehr viel, wie du schon sagst, wo du dich drin verstecken konntest, weil eben alles sehr zugewachsen war und so. Und die Festung hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ganz am Wasser war halt so ein recht hoher Punkt und da konnte man dann relativ cool über die ganze Festung drüber gucken. Und dann vor allem ganz oben rechts noch dieser kleine Ausguck, der da ist. Stimmt, Hammer. Ja. Stell dir mal vor, wenn du noch so Mods machen könntest im Spiel, dass du so mit oder so Multiplayer, wo du dann so mit modernen Waffen hast, so an jeder Ecke so ein MG-Geschütz und dann bist du gesichert. Ja, das stimmt. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich mag auch generell die Bilder, die irgendwie bei Sonnenauf- oder Untergang, ich habe da ja so eine Vorliebe für. Ich finde dieses warme Licht finde ich einfach immer richtig geil, was dabei entsteht. Und vor allem ganz unten links das Wasser, wo du auch so wirklich sehen kannst, wenn so das tiefere Wasser beginnt, wo dann so die Untersandbank, Obersandbank, Hammer, will man gleich reinspringen. Ja. Will man gleich reinspringen, braucht man immer nur die Milchschmidt kaputt. Generell, also man kann über die Welt sagen, was man will, aber ich liebe die Welt dafür, dass sie so einladend aussieht. Also du hast es ja auch oft bei Spielen, wo du dir denkst, naja, da will ich jetzt aber nicht sein, Gott sei Dank ist das nur ein Spiel. Aber hier denkst du dir halt alle 2 Meter irgendwie, oh, hier würde ich jetzt gerne mal chillen und Urlaub machen oder sonst irgendwie, weil das einfach so geil aussieht. Vor allem, ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich habe ursprünglich auch bei Origins gedacht, so, naja, Ägypten, ob das auch so geil ist, aber dann war es ja auch überraschend abwechslungsreich, es ist nicht nur Wüste, selbst die Wüste war geil, also ich spiele es halt irgendwie hingekriegt, so Sand, Himmel und nichts geil hinzukriegen. Mhm. Aber ich finde, dass das letzte Spiel, das so rein vom Setting her so einladend, außer auf dem ersten Blick, du gleich sagtest, geil, da will ich rein, war Black Flag. Spätestens, wo Edward hier in Nassau ankam, dann kam diese Piratenmucke und dann der Titel Assassin's Creed 4 Black Flag. Und du standest wirklich da, so, jetzt will ich los. Jetzt, da will ich jetzt rein, der Rum steht bereit. In die Karibik. Ja, da gebe ich dir recht. Auch sehr, sehr schön. Ja, hier mal ein Bild mit Rahmen. Auch schön. Ganz ehrlich, irgendwie so wie Alexis gerade dasteht, erinnert er mich quasi wie ein Talion mit Skin aus Shadow of Mordor. Ja, also dieses, meine ganze Kleidung, also meine
generell die Kleidung, die ich in dem Spiel gewählt habe, die ist eigentlich echt nicht so typisch griechisch, sondern ich habe eine sehr, also wo auch sehr viel verdeckt ist. Ich wollte einfach so dieses typische Assassin's Creed Feeling haben und da mein Gameplay eben auch sehr stealthy ausgelegt war, also ich ja wirklich komplett nur Schleichen gemacht habe, was eventuell auch der Grund dafür sein könnte, dass ich so lange brauche für das Spiel, aber das ist mir scheißegal. Habe ich einfach gedacht, komm, ich will auch eine Kleidung haben, die das dementsprechend repräsentiert. Und deswegen auch die Kleidung sehr dunkel, mit viel Kapuze, viel Haut verdeckt und so. Halt nicht so diese typische, also der Ole hat halt so gespielt, das habe ich halt direkt gemerkt. Der hatte so eine richtig goldglänzende Rüstung, so einen richtig fetten Helm, so eine richtige Kriegerrüstung halt. Und bei mir war es halt immer so das komplette Gegenteil, dass ich... Hier diese eher. Ich bin da teilweise immer so nach Werten gegangen, wenn mir so das Aussicht gefallen hat, habe ich mir einfach so einen Skin ausgewählt. Ja, richtig, das ist ja das Gute. Auch, dann einfach, das habe ich ja immer so gemacht. Ja, weil vor allem auch, der Ding ist halt, es gibt auch teilweise 10. Es gab, glaube ich, so gegen Mitte des Spiels so eine Katze, wo, halt, wo dein Charakter halt umarmt wird. Und du wirst halt sehen, wenn du quasi so schulterfrei trägst, so leichteres, so gesehen, die Hand des Charakters halt über der Schulter schwebt, weil der Charakter ja eventuell schwere Rüstung tragen könnte. Aber generell, bin irgendwie in Spielen nie ein Fan von schweren Rüstungen oder schweren Waffen. Also ich bin so strikt gegen Äxte, Streitkolben, vermeide ich, soweit es geht. Ich bin eher so Dolch, Schwert. Ja, bei den Assassin's Creed Spielen ist es meiner Meinung nach eh. Deswegen wird auch interessant Valhalla, da bin ich echt mal gespannt. Ja. Ja, weil ich sag's mal so, hier in diesem Spiel Odyssey würde mich so diese schwere Rüstung ja gar nicht mal stören, aber so in den früheren Teilen, die noch so etwas realistischer war mit Ezio, wenn du da teilweise so in voller Montur da standest, also wirklich Rüstung, 3 Meter steht ab vom Körper und er klettert trotzdem noch normal weiter, das war irgendwie dann auch. Ja, das ist also komisch, in Odyssey war es mir scheißegal, aber halt in den älteren, in den wahren Assassin's Creed-Titeln. Ja, hier habe ich ja auch recht großen Wert drauf gelegt. Auch schönes Detail, ganz oben rechts im Bild der Mond, man sieht ihn so ganz, ganz leicht durchschimmern. Und diese Palme dann im Vordergrund, also das könnte genauso gut so ein Bild aus dem Urlaubskatalog sein, mit dieser Palme da, die in 2 verschiedenen Farben ist und dann hinten einfach diese Insel. Ich muss mir gerade vorstellen, wenn quasi so im nächsten Match schon ein Klangtitel, dann kommen so diese Bilder so bei einer Quark, die ja schon einfach nur so Quark da rein Photoshop und das hier war ich in meinem letzten Urlaub. Aber vor allem noch da hinten noch die ganzen Lichter, als wenn er gar nicht so, noch so fest wäre, man das so aus der Ferne sehen könnte. Das ist so, ja. Also jeder, der das schon mal wirklich so hier erlebt hat, der irgendwie so am See war und dann da irgendwo am Horizont hast du so Land gesehen, aber noch sind die Bilder, weil da gerade gefeiert wurde. Geil, also wirklich geil. So was ist mega geil. Ich finde aber, wenn du aus der Ferne so viele Lichter siehst und weißt, oder passiert gerade was, aber bei mir hier ist gerade eigentlich richtig ruhig und so. Das ist schon cool. Und auch dieser Mix auf der Insel, wirklich so zwischen Gebäude, Landschaft, frei bebaut ist. Ja, das ist nochmal diese Insel, die ich auch vorhin schon mal fotografiert hatte, wo ich diesen Bachlauf in der Mitte habe. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß, aber das ist die gleiche Insel. Also das sieht man an diesen 3 Säulen, die da auch ganz links sind. Ich muss mir gerade vorstellen, stell dir mal vor, du würdest uns dieses Auflösen doch mal so richtig hochschrauben auf 4K, so maximal wie geht. Jetzt so dein Charakter aus dem Bild raus, Foto machen, deinen Eltern schicken und sagen, ja, schöne Grüße aus der Karibik oder sonst irgendwo, mal gucken, wie viele das glauben würden. Ja, ist halt echt so. Also ich finde, dieses Foto ist auch vom ganzen Kontrast her und so, wie ich es bearbeitet habe, ist das echt schon fast ziemlich nah an so einem echten Bild dran. Weil vor allem das Ding ist ja so, Assassin's Creed hat ja bei mir Gott sei Dank dazu geführt, dass mich von meiner Mutter niemals wieder dieses böse Videospiele-Vortrag anhören durfte, weil das Ding ist, angefangen hat es bei mir wirklich mit King Kong, weil in King Kong, im Spiel konntest du so gesehen einen Move mit Kong, dass halt so gesehen die T-Rex halt die Kiefer brechen konntest, also dieser ikonische Kieferknacker-Move, den da jeder kennt. Und als sie das halt so gesehen hat, sie sagt, oh nein, das ist viel zu brutal, das darfst du doch gar nicht, weil das ja auch an einigen Stellen für so einen Titel ab 12 schon ziemlich grafisch und gruselig war. Und irgendwann habe ich dann halt Assassin's Creed 1 gespielt auf der PS3 und ist einfach so reingekommen, halt dann natürlich wieder mit dem hier mit dem Staubsauger 20.000 Mal gegen die Tür geballert, bis ich aufmache. Ja. Und irgendwann hat sie das dann so gesehen. Es war wahrscheinlich einfach so die Art und Weise, wie diese Leute sprechen, halt dieses antiquitierte Deutsch. Das war gerade so die Szene, wo halt Altair degradiert wird, also sprich, wo halt Al-Mualim halt sein
Vortrag hält, über was das Credo halt ist. Und hat sich so ganz interessiert dann so daneben gestellt. So, das ist ein Spiel? Ja. So, kannst dich ruhig hinsetzen. Hat sich so hingeguckt, dann hat sie so, dass sie so gefühlt anderthalb Stunden neben hat, einfach nur zugeguckt und so, das ist ja richtig cool. So, ja. Und man konnte es auch richtig so in den Augen sehen, wie das eigene Weltbild hinterfragt wurde, so, Videospiele? Böse? Mhm. Videospiele? Nicht böse. Also so dieser Moment der Erkenntnis, ja, der für uns jetzt verständlich ist. Und ich saß so da, später, danke, Alter, ihr. Ich wünschte generell, da wäre mehr Akzeptanz, dass man sich auch mal ein bisschen mit so Themen befasst und nicht einfach sagt, so alle Spiele sind Killerspiele oder sonst irgendwie, ja, was. Mhm. Vor allem später hat sie sogar am Telefon ihren Freundin noch so erzählt, so, ja, da kam ich dann ins Zimmer rein und dann saß er da wieder vor seiner Konsole, aber wie das so aussah und hat so, stell dir mal vor, wenn deine Mutter versucht, das Assassin's Creed 1 zu beschreiben, ohne wo es so eine Reihe geht, also kannst du dir ja vorstellen, wie das aussah, aber das sah richtig cool und vor allem, das war auch so, auch nicht so was Dummes, so richtig gebildet, so mit Geschichte und Rittern, dann wurde das da alles erklärt und das sah richtig schlau aus. Und als ich den gefragt habe, ich hatte da damals Gott sei Dank schon so in Wikipedia halt recherchiert, weil das halt ist, und als ich dann so gesehen, ohne dass es das gespielt erklären konnte, schon mal sagen konnte, wer, Wen war das? Ich glaube, über Gandhi von Nablus war es so, als sagen konnte, wer da ist, was dann ungefähr gemacht hat. Jetzt kann ich das natürlich nicht mal, weil es ja schon ein paar Jahre her ist. Also so lange merkt man sich da auch nicht ohne Auffrischung. Aber ich habe ja auch quasi so gezeigt im Spiel, dass es halt so keine Option gibt, wie es das erklärte. Und so, und hast du dich da ganz alleine drüber informiert? Nur wegen dem Spiel? Ja. Und die haben auch wirklich alle gelebt. Ja, und da habe ich das so erklärt, dass so gesehen auch diese, die Zeiten, die die Charaktere sterben und halt die Orte auch so sind, wie sie im Realen gestorben sind, nur halt, naja, halt anders. Ja, dass man sie halt umbringt. Also ne? So, quasi, ich habe gesagt, stell dir mal vor, so, angenommen, ein Charakter stirbt im Jahr 1191 in Akkon im Armviertel, weil er von einer Kiste erschlagen wird, die von einem, wo ein Seil gerissen ist. Das würde in diesem Spiel, natürlich stimmt es nicht immer, aber ich habe es so erklärt, genauso dargestellt werden, nur dass das Seil perfekt in Ordnung ist und dein Charakter einfach ein Wurfmesser durchschleudert, aber dadurch, dass sein Ohr ja geheim ist, naja, es ist ja nicht gelogen, ne? Ja, richtig. Also es ist wirklich an der Stelle wirklich, danke, Alter, ihr, dass du mir das erspart hast. Seitdem würde ich mir nie, nicht ein einziges Mal mehr doofe Videospiele anhören. Danke, Alter, ihr. Apropos doofe Videospiele. Ja, und nun werden wir wieder sofort zurück in die fiktive Realität geholt. Richtig. Hier haben wir ein viereckiges Seil. Nee, es ging aber nicht um das viereckige Seil, es ging einfach nur darum, ich wollte die Leiche von so einem Typen entsorgen. Auf einmal wirft er ihn halt genauso, dass er da drauf landet. Und ich denke mir so, fuck it. Ja, aber vor allem noch diese ist. Nee, ich muss gerade überlegen, war das Odyssey oder. Gab es in Odyssey eigentlich auch weibliche Wachen? Also ich weiß, dass es gab Jägerinnen, es gab weibliche Banditen, aber weibliche Wachen? Nee, gab es nicht. Nee. Es gab keine weibliche. Ich weiß auch gar nicht, ob das geschichtlich richtig wäre, dass es weibliche. Ja, weil ich sag's mal so: die Frauen, halt, besonders die Spartiaten, die hatten ja selber halt Militärausbildung, aber die haben natürlich auch diese Tätigkeit gemacht, halt Kinder großziehen, aber. Kinder großziehen, Geräte pflücken und so weiter, aber das würde so gesehen halt fein in Sparta wären, dass dann trotzdem immer noch so eine Art Militärmacht halt ohne Rüstung immer noch da wäre. Deswegen, das war auch so der Grund, warum halt in diesem 300 Film, als hier Xerxes gesagt hat, denkt an das Wohl eurer Frauen, nur die Jonas mit den Augen rollt, ja, du kennst eigentlich unsere Frauen nicht, also so wie ich das sehe, hätte ich genauso gut sie hier herschicken können, weil die hatten ja wirklich richtige Militärausbildung, die waren ja auch gleichberechtigt. Aber so richtig am Militär teilnehmen, also so richtig und auf eine Schlachtzüge ziehen durften sie nicht, aber ja, ganz ehrlich, ich sag so ein Assassin's Creed, so der von Teil 1 an aus erklärt, dass halt der Animus immer die Wahrheit zeigt. Was in den Geschichtsbüchern steht, ist Quatsch. Der Animus ist die Wahrheit. Deswegen verstehe ich auch immer nicht, wenn sich Leute über historische Korrektheiten in Assassin's Creed beschweren. Es wurde in Teil 1 erklärt. Yeah, Teil 1. Von Anfang an. Aber 1 hat ja niemand gespielt. Ja, aber wenn man dann so über altes Assassin's Creed redet, ja, Ezio und Alter, ihr Babajek hat das Haus gebaut, aber Alter, ihr hat das revolutioniert, denn, ja, wie ist Assassin's Creed 1 spielen den alten Scheiß? Also ich meine, Leute, wir haben 2020, also. Aber übrigens, schöne Details an dem Vor. Also der Typ ist keine Frau, es ist einfach nur ein Lauch.
Und das schöne Detail an dem Foto ist aber auch, wie Alexis einfach guckt, so irgendwie total abgefuckt. Ich weiß nicht, ob du es über den Stream überhaupt so gut erkennen kannst. Ja, also man erkennt es gut genug. Aber irgendwie wirkt sein Blick, obwohl das eigentlich nicht so ist, aber es ist wirkt total genervt. Man kann für mich das mal Lack aus dem Gesicht rausziehen. Ja. Aber, ach, scheiße, ich wollte den Typ doch jetzt da runterwerfen. Das wäre doch, wenn ich irgendwann mal ein Odyssey-Let's Play mache, oder du, oder je nachdem, wer es zuerst macht, müssen so ein Counter in den Spiel machen, so ein Malaka-Counter, und diesmal für jeden Malaka einen Shot. Ich glaube, am Ende in der Aufnahme würde nur noch geliked werden. Ja, also so oft wie in dem Spiel Malaka gesagt wird, das ist echt, sie haben ja so wenige Worte immer mal auf Griechisch übersetzt, Malaka ist einfach eins von diesen Klassikern, ich glaube, das haben sie auch einfach jedes Mal nur so genommen, weil sie genau wussten, dass fast jeder weiß, was es heißt. Oh Mann. Ja, das war auf jeden Fall einfach nur eine doofe Situation, da musste ich dann auch einen Screenshot von machen. Hier wieder ein Bild für die Optik. Bestes Bild bisher, finde ich, also so vom Hintergrund. Ja, gut, ja, doch, ja, definitiv. Vor allem noch, dass um die Spitze dieses Pantheon-Gebäude, dass genau in der Mitte der einzige freie Raum ist, ansonsten die ganze rote Wolke. Mhm. Ja, der Vogel dann oben drüber wieder, ne? Ikaros. Oder du hast deine Kleidung auch mal gewechselt, hast du so gesehen noch Fälle an der Hüfte und nicht mehr Fälle in den Schuhen. Ja, richtig, da hat sich meine Rüstung auch schon ein bisschen verändert. Und ein Zivi, der da ganz beteiligt. Teilnahmslos steht. Beziehungsweise gerade hochläuft. Also da ist eine Straße, die führt hoch zu diesem Tempel. Und ist da rechts vom Zivi noch eine Ziege? Das ist, glaube ich, irgendein Vogel. Das ist Vogel, glaube ich. Oder ein Huhn? Weil die Hühner greifen dich in dem Spiel auch an. Ja, ich weiß es nicht genau. Ja, es gibt ja an einer Stelle, glaube ich, sogar auf so einer Insel war das. Ja, ein legendäres Alpha-Huhn. Ja, genau. Und da kriegt man ja so irgendeine so spezielle Belohnung. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Eine Hühnertöter-Axt oder irgend so ein Scheißdreck. So eine Waffe kriegt man da, wenn man das Vieh umbringt. Ja. Aber das ist, glaube ich, irgendeine Taube oder was? Ich weiß es nicht. Eine Taube wird es nicht sein, aber irgendein Vogel auf jeden Fall. Eine Möwe vielleicht. Das sah einfach geil aus. Und solche Momente, die erlebst du halt in dem Spiel. Theoretisch könnte ich davon auch 1000 Screenshots machen. Aber ich habe mir einfach nur gedacht, da hat es gerade sehr gut gepasst. Ich finde das auch. Weil noch die Rottöne, weil einmal links hast du unten die Steine, wo man halt nicht so genau erkennen kann, ob das jetzt so Schattierungen sind oder ob da Blut dran klebt. Mhm. Dann hast du rechts dieses halb fertig gestrichene Gebäude, wo sich halt auch geil, so rot und weiß abwechselt. Und sich halt auch wirklich diese Gruppe bearbeitet, Wand, die auch schon so halb auseinanderfällt, wo man halt wirklich merkt, dass das eine kranke Stadt ist, die halt wirklich gerade, ja, der es gerade richtig scheiße geht. Also, dass du wirklich so diesen Kontrast hast zwischen hier arm und reich und dass dann ja wirklich die Grenzen teilweise auch immer verschwinden, dass du in diesen armgehenden Teilen Gebäude hast, die wirklich sehen, als wenn die aus Athen stammen könnten und teilweise auch in Athen-Gebiete hast, wo die Gebäude auch ranzig als fuck aussehen. Ja, das stimmt. Und das links, das ist anscheinend irgendein Fort oder was gewesen, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Ja, diese Palisadenzäune sind immer Forts. Mhm. Ja. Also nicht direkt Forts sind ja die Festung, aber hier, na, Lager. Ja, diese kleinen Lager, ja, ich weiß, was du meinst. Loot-Position. Ja. Ja, generell einfach die ganze Atmosphäre hat bei dem Screenshot sehr gut gepasst, deswegen auch, das wäre auch definitiv so ein typischer Desktop-Hintergrund, sag ich mal, dieses Bild. Auch sehr cool. Ja, hier, ich glaube, das ist auch so ein Klassiker. Ich glaube, von diesen Screenshots habe ich tausende von anderen Spielern auch gesehen. Einfach jedes Mal, wenn du... Dieses Spiel zwischen dem starken Licht und dem harten Schatten im Vordergrund. Ja, jedes Mal, wenn du in solche Höhlen reingehst, hast du halt bei dem Spiel jedes Mal dieses krasse... Aber was man auch wirklich hat, wenn man so aus dem Dunklen kommt und dann so ins Licht, dann siehst du erstmal gar nichts. So. Assassin's Creed Brotherhood Anfang, hier, wo Rodrigo und Cesar in der Kutsche sind und Ezio kommt so ganz langsam Slow Motion hier aus dem Schatten raus. Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Ey, ich dachte schon, fuck, Verbindung abgekackt, aber nein. Nee, ich hab gedacht, du erzählst da jetzt noch was, aber nee, es war einfach nur das. Okay, ja, man sieht auch da ein schönes Detail im Hintergrund. Übrigens, diese Schädel, die da am Boden liegen. Raubtierhöhle.
entweder das oder es könnte eine Höhle vom Kult sein, weil die hängen ja auch gerne Schädel vor ihren Höhlen auf. Na, ich würde eher sagen, glaube, die Schädel waren eher Banditen, die Kultisten waren dann noch zivilisierter. Ich bin also mir etwas. Nicht sicher. Ich meine, vor den Kultistenhöhlen gab es auch manchmal so aufgespießte Köpfe und irgendwelche Schädel und so ein Scheiß. Ja, aber es gab halt so Kultisten, die halt undercover bei verschiedenen Fraktionen waren. Es kann ja sein, dass du halt so Kultisten erwischt hast, die undercover bei Banditen waren, sich halt deswegen anpassen mussten, um dich aufzufliegen. Ja, das gab's auch, ja. Nee, aber... Auch wieder ein geiles Detail. Ich meine, ich gesagt, so dieses Kultistensystem. Ja. Es spockt einfach, ja, vor allem, ja, dadurch, dass sich die Kultisten... Was ich auch geil finde, ist, dass die Kultisten nicht unerschöpft sind, dass du halt irgendwo noch wirklich fertig bist und den ganzen Kult halt zerschlagen hast. Weil, gut, ich sag's mal so, in Shadow of Mordor, dieses Hauptmannsystem lerne ich jetzt auch gerade richtig zu lieben, da eigentlich jetzt auch schon seit Tagen dran. Ja, gut, das ist nochmal das ganze Söldnersystem von Assassin's Creed Odyssey, nur in viel komplexer und ausgefeilter. Genau, aber da finde ich, dass sie mit den Kultisten eben nicht das gemacht haben, sondern eher was anderes, also quasi das, aber halt noch limitierter als ja was Besonderes ist, besondere Mitglieder, finde ich schon geil. Ja. Also wirklich, diese Kultistenjagd bockt, die bockt einfach nur. Ja, definitiv. Nee, wie gesagt, das hier, auf jeden Fall auch so ein Bild, das siehst du gefühlt 100 Mal auf der Map, wenn du das Spiel startest, immer wieder, selbst aber heute noch, wenn du das Spiel startest an so Eingängen von Höhlen oder so, wenn du das siehst oder hat ein Spieler einen Screenshot gemacht, ist es meistens so ein Screenshot, wo der einfach... Sprich, du weißt, was dich erwartet. Du weißt, aber ja. Es ist immer wieder geil. Also das ist teilweise so kannst du eigentlich jedes Assassin's Creed Seite Brotherhood beschreiben. Du weißt, was dich erwartet, aber es ist immer geil. Richtig.